Wird die Rente mit 63 Ende 2023 mit dem Rentenpaket 3 abgeschafft? Mein Name ist Pedro Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe einen hochinteressanten Artikel auf ARD Online gelesen. Da ging es um die Frage der Finanzierbarkeit der deutschen Rentenversicherung. Der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung steigt im Jahr 2023 auf sage und schreibe 112 Milliarden Euro. Das sind gigantische Zahlen. Ohne die 112 Milliarden Euro wäre die deutsche Rentenversicherung, da sind wir uns alle einig, schon längst pleite. Also wenn die Rentenversicherung diesen Bundeszuschuss nicht bekommen würde, in entsprechender Höhe, der ändert sich ja jedes Jahr. Das Kernproblem bei diesem Bundeszuschuss ist aber, dass dieser Bundeszuschuss direkt aus dem Finanzhaushalt der Bundesrepublik Deutschland kommt. Das heißt also, dieser Bundeszuschuss allein belastet den Finanzhaushalt enorm. Führende Ökonomen in der Bundesrepublik Deutschland sagen, dass das so nicht weitergehen kann, weil der Bundeszuschuss jedes Jahr steigt. Das Kernproblem, was wir aktuell haben, ist, dass aufgrund der Babyboomer und der Altersdemografie immer weniger Beitragszahler in die Rentenkasse einzahlen und um das System, was wir aktuell haben, das umlagefinanzierte System, stabil zu halten, muss der Bundeszuschuss de facto jährlich erhöht werden. Und im Zusammenhang mit der Frage dieses Bundeszuschusses wurde dann dem Hubertus Heil auch die Frage gestellt, was passiert denn nun mit der Rente mit 63? Ist die in Gefahr? Und er hat gesagt, nein, die sei nicht in Gefahr, da wolle man nicht rangehen. Im Kern wurde aber die Diskussion um die Rente mit 63 nicht von Hubertus Heil ausgelöst, sondern durch kryptische Sätze unseres Bundeskanzler Scholz aus dem letzten Jahr. Dort hat der nämlich zum Besten gegeben, auch im Hintergrund der Entwicklung der Altersdemografie, dass die Menschen immer länger arbeiten müssten. Man müsse die älteren Leute immer länger in Arbeit halten. Er hat aber nicht gesagt damit, was er damit eigentlich tatsächlich meint. Gehen wir jetzt mal bestenfalls davon aus, dass dieses Jahr die Rente mit 63, also im Jahr 2023, nicht abgeschafft wird. Aber wir wissen nicht, was eine neue Bundesregierung in der Zukunft vorhat. Fakt ist auf jeden Fall eins, dass sich alles im Kern um die Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Rentenversicherung dreht, damit auch um die Herstellung einer zukunftsgerechten oder zukunftssicheren Altersrente oder Rentenversicherung. Ich persönlich, das wissen Sie auch, bin der Meinung, dass allein die Tatsache, das Renteneintrittsalter zu erhöhen oder aber zum Beispiel den Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung anzuheben, nicht ausreichen wird, um die gesetzliche Rente zukunftssicher und stabil zu halten. Ich bin der Meinung, dass alle Menschen in Deutschland, Beamte, Politiker, Selbstständige, Rechtsanwälte, so wie ich auch, in die Rentenkasse einzahlen müssen. Und deshalb ist es enorm wichtig, dass in dem Rentenpaket 3, was bis zum Ende des Jahres 2023 kommen soll, tatsächlich endlich alle Selbstständigen in Deutschland in die gesetzliche Rentenversicherung erfasst werden und auch hier Beiträge von dieser Personengruppe dann in die Rentenkasse eingezahlt werden. Also meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass im Jahr 2023 die Rente mit 63 nicht in Gefahr ist, aber was in der Zukunft ist, ist völlig offen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.